LKW-Fahrer hat die Schnauze voll von der Politik und sagt das auch ganz klar in der Hat-Aber-Fair-Sendung. Aber zuerst fangen wir mit was wirklich Lustigem an, nämlich wie sich die Grünen ins eigene Fleisch geschnitten haben. Die jungen Wählerinnen und Wähler haben sich ja auch relativ eindeutig entschieden. In Deutschland durften erstmals auch ab 16 Jahre Menschen wählen. Und da sieht man, dass die Grünen massiv verloren haben. Vor allen Dingen aber auch die AfD extrem zugewonnen haben. Union und AfD in der Altersgruppe 16- bis 24-Jährige vorne. Frau Bubrowski, hat Sie das überrascht? Naja, also wenn man mal denkt, wer sich dafür eingesetzt hat, das Wahlalter zu senken, das waren unter anderem die Grünen und jetzt haben sie sich damit irgendwie tragischerweise ein echtes Eigentor geschossen. Ja, das haben sie in der Tat. Und vor allem, wenn man sich mal anschaut, wie Frau Fester von den Grünen die Absenkung des Wahlalters für die Europawahl noch in einem Ton im Bundestag verkündet hat, als habe sie damit den bösen Rechten richtig eins ausgewischt. Wir senken das Wahlalter für die Europawahlen auf 16 ab. Ja, das hat ja wirklich super funktioniert. Ich bin übrigens, egal welcher Partei das jetzt nützt, nicht davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, 16-Jährige schon wählen zu lassen. Da haben sicherlich schon viele eine klare politische Meinung und würden die auch gerne zum Ausdruck bringen. Aber es fehlt ihnen eben einfach an Erfahrung. Vielleicht wäre sogar ein Wahlalter ab 21 am vernünftigsten. Sodass zumindest ein Großteil von denen schon mal Berufserfahrung gesammelt hat, denn wenn man erstmal einen eigenen Haushalt führen muss und regelmäßig arbeiten geht und Steuern zahlt, dann denkt man über die ein oder anderen Themen doch ein bisschen anders. Vor allem, wenn es um weitere Gesetze für Steuererhöhungen oder noch mehr CO2-Abgaben geht. Denn leider werden viele erst merken, was diese Gesetze bedeuten, wenn es ans eigene Portemonnaie geht. Und dann kommt noch der Juso-Chef, der nicht richtig verstehen kann, warum die jungen Leute nicht mehr SPD wählen. Bei den jungen Wählern hat die SPD 9%, die AfD 16%. Was machen sie falsch? Ja, es ist erschreckend. Es überrascht mich teilweise. Also was mich überrascht, dass es ihn teilweise überrascht. Und dabei zählt er ja danach genau die Punkte auf, warum die Leute keine Lust mehr auf die SPD haben. Ich bin viel unterwegs, in Schulen, im Austausch, gerade mit jungen Menschen. Und was ich dort merke, ist, dass dieses Gefühl des Pessimismus und der fehlenden Zuversicht, wenn es um die eigene Zukunft geht, sondern ja, eher ganz viele Ängste, wie man selbst mal wählen wird, Befürchtungen, dass es einem selbst mal schlechter gehen wird als vielleicht noch den eigenen Eltern, dass das Aufstiegsversprechen für viele junge Menschen nicht mehr zu gelten scheint. Ja, nicht nur scheint, es gilt de facto nicht mehr. Deutschland ist Schlusslicht der OECD-Länder. Wir haben mit die höchsten Steuern, wir haben mit die höchsten Sozialabgaben und wir haben mit die höchsten Energiekosten. Immer mehr Unternehmen flüchten ins Ausland oder gehen insolvent. Wie jetzt kürzlich erst der deutsche Online-Händler Weltbild, wovon wieder mehr als 2000 Mitarbeiter betroffen sind. Und den Grünen und der SPD würde ich zutrauen, dass sie das noch als geeignete Maßnahme ansehen, das Fachkräfteproblem zu lösen. Und dann kommt der User-Chef auch noch mit seinen Lösungen, die eigentlich das Problem sind. Die Menschen unter der Inflation leiden, dass die Löhne zu niedrig sind. Da gibt es eine einfache Lösung für. Bundestariftreuegesetz. Wirtschaftswachstum auch richtig, höherer Mindestlohn, für Wirtschaftswachstum braucht man Investitionen, muss man an die Schuldenbremse ran, weiteres riesiges Problem sind die Mieten, das treibt die Leute um, da muss man dringend eingreifen, damit sich vor allen Dingen junge Menschen noch Wohnen leisten können. So in diesen Bereichen muss die Ampel jetzt einfach liefern und Antworten geben. Und wieder die alte Leier. Das Tariftreuegesetz gilt nur, wenn der Staat Aufträge an Unternehmen gibt. Bringt also dem durchschnittlichen Arbeiter überhaupt nichts, es schafft nun mal wieder eine neue Regel und mehr Bürokratie. Klasse Idee, kein Wunder also, dass die Grünen auch so verrückt da drauf sind. Nur wenn man den Mindestlohn erhöht, werden irgendwann auch die anderen einen höheren Lohn fordern und insgesamt werden einfach nur die Güter und Dienstleister teuer, das heißt am Ende bringt dir das überhaupt nichts. Ich meine, ansonsten könnten wir doch einfach einen Mindestlohn von 100 Euro festlegen und alles wäre in Ordnung. Und nein, für Wirtschaftswachstum muss man nicht an die Schuldenbremse ran. Investitionen sind ja gut und richtig, aber zuallererst verwende ich dafür erstmal meine Einnahmen und der Staat hat Rekordeinnahmen. Wobei so viele Unternehmen wie jetzt abwandern, da dürfte das in Zukunft nicht mehr ganz so gut aussehen. Und Schulden sind ja auch generell nichts Schlechtes. Wenn ich sie tatsächlich in etwas investiere, also damit in Zukunft einen höheren Gewinn mache, aber bei den Linken bedeutet ja investieren in der Regel, dass sie einfach ihre Lieblingsprojekte subventionieren möchten. Und auf die neuen Schulden, jetzt zahlen wir natürlich Rekordzinsen. Und nur mal ein Beispiel, was wir jetzt schon alleine für Zinsen zahlen.
abseits der Zahlen etwas mit Verantwortung für kommende Generationen zu tun. Wir geben im Bundeshaushalt mittlerweile mehr Geld für Zinsen alter Schulden aus als für Bildung. Und dann will er auch noch bei den Mieten eingreifen, was ja den Bau neuer Wohnungen noch unattraktiver macht. Mal ganz abgesehen von dem Bürokratiewahnsinn und den wahnsinnig hohen Baukosten. Stattdessen muss man einfach mal die Ausgaben reduzieren. Zum Beispiel kann man sich solche sinnlosen Projekte wie folgendes vollkommen sparen. Ich war heute Morgen im Bundesinnenministerium und schaute auf die Baustelle, wo der Bau zum Bundeskanzleramt gebaut wird. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, jetzt ist dieses, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Und ich sah diese Bagger da lang fahren. Und ich dachte, ich meine, ich will jetzt nicht, dass diese Baustelle sofort geschlossen wird, aber das kostet, ich glaube, 800 Millionen Euro ist dieser Bau. Und ja, wir haben nämlich eigentlich schon eine der größten Regierungszentralen der Welt mit 25.000 Quadratmetern. Aber das reicht natürlich nicht und jetzt muss sie verdoppelt werden. Dazu kommt noch eine neue Brücke, ein Verbindungstunnel, mehr Büros, Kitaplätze und schöne Grünanlagen. Ja, und der Normalbürger bekommt Duschtipps, wie er etwas Energie sparen kann. Und deshalb reicht es jetzt auch einem LKW-Fahrer, der in der Sendung sitzt, und der sagt jetzt ganz klar seine Meinung. Wie geht's dir heute? Haben die bisher klare Antworten gegeben? Platzgleich. Platzgleich? Ja, platzgleich. Es ist für mich, ich kann ja nur von meinem Business sprechen. Und wenn ich so Kleinigkeiten sehe, haben wir darüber gesprochen im LKW, es geht ganz normal um Spesen am Tag. Die sind im Parlament besprochen worden. Es ging um 2 Euro für uns mehr am Tag. 2 Euro. Ist abgeschmettert worden, weil nicht notwendig. Ich gehe jeden Tag 6, 7 Mal in meiner ganzen Schichtzeit auf Toilette, muss dafür jeden Tag 1 Euro bezahlen, jedes Mal bei jedem Gang. Abends 4 Euro duschen bis 5 Euro duschen. Tun Sie sich mal den Spaß, gehen Sie mal bei sich in Berlin aufs Toilette, machen mal immer 1 Euro in den Topf, abends 4 Euro, weil mit sich nicht bescheißen, nochmal 4 Euro rein und dann gucken Sie mal, was wir am Ende des Monats zusammen haben. Das bezahle ich aus eigener Tasche. Finde ich eine Frechheit. Und wenn dann wiederum abgelehnt wird und Sie dann Ihre eigenen Diäten für 500 Euro mehr im Monat, weil es ja alles so teuer geworden ist, erhöhen, kann ich darüber nicht lachen, mein Spediteur. Und bei Fahrer auch. Ja, so ist es eben. Das regt die Menschen auf. Und dann wird noch ein bisschen relativiert. Ja, diese Diätenerhöhungen, das haben Sie ja nicht selber bestimmt, die werden ja automatisch angepasst. Aber für diese automatische Anpassung hat man sich ursprünglich ja geeinigt. Und zu den Diäten gibt es ja noch alle möglichen zusätzlichen Vergünstigungen. Frau Baerbock bekommt ja auch die 11.000 Euro im Monat für Schminke und Friseur bezahlt. Ja, wie wäre es denn mal, wenn man diese Gehälter an das Netto-Sparvermögen der Deutschen koppelt? Nicht das Durchschnittliche, sondern den Median. Denn das ist das, was bei den Menschen wirklich übrig bleibt. Und es diese ausufernden Schmink- und Friseurorgien, die Politiker eben selbst zahlen müssen. Sie verdienen ja auch genug. Jetzt will uns aber nochmal der Juso-Chef erklären, dass die ganzen Unternehmen nämlich nicht abwandern, weil bei uns die Steuern so hoch sind, die Energiekosten astronomisch oder die Bürokratie zu ausufernd ist. Nein, die fliehen aus Deutschland, weil wir nicht die Schuldenbremse auflösen. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Wir haben enorme Investitionsbedarfe in diesem Land. 372 Milliarden in Straßen und Brücken. Und wenn man dann noch so tut, als ob das so ein normaler Ideologiekonflikt zwischen Liberalen und Sozis wäre, dass man dafür die Schuldenbremse natürlich aufweichen muss oder reformieren, abschaffen, sagen wir, muss, um da ordentlich zu investieren, dann gehe ich da nicht mehr mit. Da sind im Moment etliche Industriebetriebe von Insolvenzen bedroht oder entlassen massenhaft Mitarbeiter, weil sie nicht mehr mithalten können im internationalen Wettbewerb mit anderen Industrieländern wie den USA, wie China, die massiv kreditfinanziert ihre Unternehmen bei der Transformation unterstützen. Nur, dass die USA die Unternehmen ganz anders anlockt, nämlich mit niedrigeren Steuern und mit viel günstigeren Energiekosten. Niemand hat die Entwicklung des Internets oder des Smartphones so vorausgesehen. Also was soll es bringen, gezielt bestimmte Unternehmen zu subventionieren? Also senkt die Steuern für alle und die besten Unternehmen werden sich am Ende durchsetzen. Und mit alle meine ich alle, nicht nur die Unternehmen. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken und abonnieren und bis zum nächsten Mal.